Okay, und da sind wir wieder zu... Okay, das war weird. Da sind wir wieder zu Dark Souls 3 in Irithyll, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich muss jetzt gerade nur mal gucken, in Firelink. Können wir Graveyard schon hier hinschicken oder müssen wir erst bis zur Kirche? Das wäre wichtig. Weil die Quest würde ich... Ich weiß nicht, gerade nicht mehr, was er dann an Sachen kriegt, die er verkaufen kann. Aber ich würde nicht riskieren, dass da irgendwas bei ist, was uns helfen könnte. If the tales are true, it is home to... What do you think? I am... So, jetzt müsste nämlich Siegwert da sein und dürfte verhindern, dass er dabei umkommt. Konnte ich leveln? Nein, ne? Nee, ich muss erst ein Dings verbrauchen. Kann ich irgendwas kaufen, was mir hilft? Gracious, let I... Embers brauche ich nicht. Prismasteine. Soll ich mal welche holen? Ich verwende die viel zu selten. Komm, wir holen mal Prismasteine. Ich glaube, gerade wenn wir ins Dungeon gehen, dann wird's krass. So, hatte ich hier noch ein Item? Oder hatte ich das schon aufgehoben? Ich meine, hier hätte was gelegen. Nein, okay. Okay, du bist nur ein Geist, stimmt aber was. So, hier ist ein Shortcut. Den müssen wir natürlich von der anderen Seite öffnen. Okay, ja, ich erinnere mich, die haben richtig reingehauen. Doch, hier ist noch ein Item. Und da auch. Wir brauchen auf jeden Fall bessere Backstabs, holy shit. Ja. Ich finde den Shield Splitter inzwischen echt gut. Es ist einfach ein toller Follow-up nach einem Backstab und man kommt einfach wirklich durch die Schilde durch damit. Wo ist der Titanit-Splitter? Ich glaube, inzwischen ist der Speer der normale auf plus 6. Ich habe den gar nicht mehr ausgerüstet. Nee, plus 3, aber.
würden uns, glaube ich, auch nicht so viel bringen. Wir nähern uns auch langsam den Gebieten, wo uns die Titanit-Schuppen hinterhergeschmissen werden. Was auch gut ist, weil wir noch eine Waffe später kriegen werden, die ebenfalls genau die Dinger braucht. So, und das war wieder die Geschichte hier. Ich glaube, hier war es tatsächlich sogar am besten, wenn man einfach durchgerannt ist. So, lauft ihr mir bitte hinterher. Wie hoch ist seine Reichweite, bitte? Ich stream schon wieder, wenn ich weg muss. Ja, im Moment muss ich eher tagsüber streamen. Ah, okay, hier ist der Typ. Merkst du, willst mich nicht bei deinen Streams dabei haben? Das habe ich nicht gesagt. Okay, wir kommen jetzt nicht weg. Funkelndes Titanit. Moment, ich muss mal kurz bei OBS den Chat ein bisschen größer machen. Streamst du zufällig noch bis 18 Uhr? Das ist gut möglich.
So, da ist Anri wieder. Oh, I thought it might be you. Good to see you. I never managed to find Horace. But my duty must be done, even alone, as an unkindled Lord Seeker. For the children I knew, bless their souls. We all have our reasons, don't we? Ah, you are brave indeed, to face your duty alone. I would do well to learn from you. May the flames guide your way. Ah, I would do may the flame. So, der Zauber ist ganz lustig. Mit dem kann man wirklich proper spielen. So, und damit haben wir jetzt nämlich verhindert, dass Anri ermordet wird. So, ich kriege jetzt noch nicht mehr ganz zusammen, wie Irithyll aufgebaut ist. Und was optional ist und was nicht. Wir können auf jeden Fall mal hier kurz gucken, weil hier gab es, glaube ich, auch ein paar Sachen zu entdecken. Nee, man konnte irgendwie nach oben, ne? Man konnte in den Kirchturm und sich dann hierhin fallen lassen. Aber wie kann man da hoch? Auf jeden Fall müssen wir einmal leveln, bevor wir hier mit 20.000 Seelen draufgehen. Und ich merke, für unsere zukünftige Waffe brauchen wir 22 Decks. Und wahrscheinlich auch mehr Stärke, aber erstmal Decks. So, Graveyard müsste jetzt weg sein. Was hatte ich an Ringen ausgerüstet? Okay. Ich glaube, auf dem Friedhof gab es einen Knochensplitter. Oder einen Estus-Splitter, eins von beiden. Und ansonsten müssten wir erstmal die Quest weiterbringen, bevor wir... Sonst geht die schief. Deswegen habe ich auch den einen Boss in Smoldering Lake am Leben gelassen. Wow, Moment. Wow. Und tschüss.
Almkerknochen? Ja, gab's doch auch einen Knochensplitter, oder nicht? Genau, hier. Ha. Wusste ich doch, dass ich recht habe. Ja, oh Gott, welcher. War das das Bonfire? Die sind so komisch angeordnet in dem Gebiet. Okay, es ist nicht das hier. Ich rolle zu früh. Okay. So schwer ist der Boss eigentlich nicht, aber der hält verdammt viel aus, wie ich sehe. Frage, wie viele Titanitsplitter habe ich im Moment? Okay, genug, um es auf die Waffe auf plus 6 zu bringen. Wir müssen gleich mal vielleicht einen Vergleich machen. Okay, dieses Mal ist er schon wach. Au. Wieso bleibe ich noch an allem hängen bei ihm? Deine Angriffe snappen so komisch. Ey, und so schnell wie er den Angriff macht, kann ich gar nicht reagieren. Besteht die Chance, dass ich ihn vielleicht mit Magie besiegen kann?
Oder zumindest ein wenig Schwächen. Die Casting Speed ist viel zu lahm. Ich werde das, was da passt. Nö. Ich bin nur im Kampf gegen ihn hier verreckt. Okay, hat ihn das gestaggert? Also so, dass ich auch einen Repost hätte machen können. Okay, und jetzt ist er in seiner zweiten Phase. Was auch immer die macht, ich weiß es nicht mehr. Pass auf, dass dir dein Datenvolumen nicht flöten geht. So, einmal kann ich noch zaubern und das war's. Dieser Atemangriff, das ist das Problem. Wie viel Datenvolumen hast du eigentlich in deinem Vertrag? Weil ich habe meinen seit ewigen Zeiten nicht mehr geändert. Ach krass, ich habe nur... Ich habe 6 GB seit ein paar Jahren. Ab. Danke, Spiel. Können wir vielleicht den Katalysator noch upgraden? Ich hole die Seelen und dann gehe ich raus mit dem Knochen. So, pass auf, der bringt uns da nichts. Das heißt, wir machen einmal Spellcasting Time. Wie lange brauche ich dann? Okay, das ist, glaube ich, schon mal ein gutes Stück schneller.
Nein. Tschüss, Seelen. War schön mit euch. Meistens verbrauche ich auch nur Zeit, aber ich finde nicht das Haus verlasse. Kenn ich. Okay, dann müssen wir eben ein paar von den Seelen-Items benutzen. Und was haben wir denn Schönes? Soul of Deacons of the Deep, komm. Ich habe mir den Zauber angeguckt, den brauchen wir nicht. So, wogegen ist der schwach? Der hat einfach 5000 Gesundheit. Scheint aber keine Resistenz gegen Magie zu haben. Ah, Yoshi, willkommen zum Stream. Dann vergesse ich mein Passwort zu tun, was das Wichtigste wert wäre. Wieso bist du nicht dauerhaft eingeloggt? Da ist es wieder um das falsche Lagerfeuer. Das ist nämlich schon wieder tiefer drin. Ich brauche das hier. Mein Zug kommt, ich stehe vor geschlossener Schranke. Das ist nicht gut. Flammen berühren mich gefühlt immer schon vorher.
Ah, super, jetzt habe ich nicht mehr genug Mana. Ich habe auch gar nicht. Okay, es bringt auch. Nein, ich hatte glaube ich genug Mana, aber ich habe die Waffe, ich habe die falsche Waffe ausgerüstet. Muss hinter ihn. So. Aber er dreht sich ziemlich schnell und ich bleibe die ganze Zeit an ihm hängen. Ich bleib die ganze Zeit an seinem Scheißhammer hängen. Schranke hoch, Schuh steht noch, alle rennen los, um den Zug zu kommen, und dann fährt der Zug. Jetzt finde ich auch, wenn ich vor allem bei Busfahrern finde ich das halt immer krass. Bitte einen Blick in den Seitenspiegel. Müsste dir verraten haben, dass noch Leute kommen. Also wenn das hier so weitergeht, dann schieße ich den Boss einfach mit Magie. Nee, bei dem Dorf, der nächste Boss kommt erst morgen wieder. Du beschreibst mein frühes Leben. Wenn man nirgendwo hängen bleibt, dann ist der Meteorangriff auch voll okay. So, ich wollte schon sagen, auf den Angriff folgt er immer mit. Am wenigsten gibt er gut Seelen. Moment, den hatte ich.
muss ich 25 Minuten auf den nächsten Zug warten. Alles deine Schuld. Mhm. 3D-Artist von dem Game, so ein Oscar bekommt, sieht so krank aus. Ja, also, ach, Dark Souls ist halt echt schön designt. Es gibt zwar ein paar Sachen in der Serie, die mich schon stören. So, da ist ja unser Freund wieder. Oh, then thank the. I might have died, if it wasn't for that peculiar onion night. But in the end, it all paid off. Hast du den Nintendo Direct angeschaut? Nein, tue ich nicht. Sure to be of some use. So, ich glaube, hier ist jetzt unmittelbar. Doch, Titani Schuppen. Drei von ihnen. Aber die sind halt sündhaft teuer. Aber ich habe eine und damit bekäme ich den Speer hier auf plus 3. Ich könnte auch gerade leveln. Nee, Waffe, komm, wir machen das hier gerade. Ja, das passt perfekt. So, jetzt brauchen wir wahrscheinlich noch mal ein paar Seelen, so. Ja, es sind immerhin nochmal 29 Damage. Das heißt, dass du mir meinen Nutzlosen wiedergegeben hast, ja. Aber verlasst euch nicht drauf, dass ich das immer machen werde. Also irgendwann müssen die Leute auch mal lernen, dass die Belohnungen S4 und Minecraft halt auch nur für die entsprechenden Spiele sind. Bei der Schranke waren auch Polizisten, die Leute bestraft haben, die unter der Schranke durch sind. Ist ja auch richtig so. Wenn da was schief geht, also der Zugführer wird seines Lebens nicht mehr froh. Bitte gib mir das Nutzlosium wieder. Ganz ehrlich? Nein. Ich werde jetzt extra hingehen. Und dieses Nutzlosium diese Belohnung werde ich als abgeschlossen markieren. Dann habe ich auch gar nicht mehr die Option, das zurückzugeben. Belohnungsanfragen verwalten. Hi, Nividir, willkommen zum Stream. Hallo, Anzeige ist raus. Ja, mir hat... Das ist lustig, wie du das der Polizei erklärst. Der hat mein Nutzlosium geklaut. Ach stimmt, hier sind ja die Unsichtbaren wieder. Schon mal was von der Nutzlosium-Zurückgarantie gehört. Nein. Erzähl mir mehr. Sag mal. Was für Scheißviecher. Ich will doch nur die paar Items, die hier liegen. Ich
durch eine Minecraft-Belohnung gelöst für 1000. Ja, Pech. Ist sowieso viel Nutzlose im Umlauf. Ich hätte vielleicht mal Spook wieder einstimmen sollen, dass ich Schallschaden und so abschalten kann. Jetzt aber so ein Schicht das zugehörige Gesetz. Das gibt ihr an sehr 330. Wow, nicht übel. Wie geht's? Naja, ich habe gerade länger für den Boss gebraucht, als ich erwartet hatte. Und ihr so? Wollte schon sagen, hier ist doch ein Teil. Hä? Wo ist es hin? Welcher Boss denn? Wollen wir oder? Nee, also du... Wie vertraut bist du mit dem Spiel, weil du sagst wegen Spoilern? Am Ende gibt es eine Lohn-Nutzlosium-Spirale. Eben, das muss um jeden Preis verhindert werden, damit weil uns bricht die Wirtschaft ein und alles wird ganz schrecklich. Bin schon mehr als 10 Mal durch. Ja gut, dann kann ich dich ja nicht spoilern. War Old Demon King. Ich habe das Gefühl, dass Speere in Dark Souls 3 im Vergleich zu den ersten beiden Teilen viel schwächer sind. Zumindest was halt reinen Schaden angeht. Entweder das oder die ganzen Wimefire-Videos, die ich mir angucke, lassen das Spiel irgendwann zu einfach aussehen. Ich habe tatsächlich auf... Speere sind gar nicht mehr, sie haben so wenig... Moment, AOE im Sinne von Area of Effect oder im Sinne von Age of Empires? Die Spirale ist eine kapitalistische Lüge, das ist korrekt. Was ich mal gerade ansprechen wollte, ich habe es auch auf meinem Discord gepostet. Es gibt jemanden, der hat in Dark Souls 1 einen All-Achievement-Speedrun gemacht innerhalb von 2 Stunden mit allen möglichen Glitches und so. Das war einfach mega krass. Und dann habe ich gestern überlegt, ob es das auch für Dark Souls 2 gibt. Gibt es, das Ding ist über 5 Stunden lang. Aber dabei habe ich auch gefunden, der gleiche Typ macht gerade einen Run. Dark Souls 2, aber alle Items, bis ich glaube irgendwie... Eine Fackel? Irgendwie eine dieser Zweige, dass man die Gegner, dass man die Leute entsteinern kann und 3 Schlüssel-Items, ohne die man halt wirklich nicht weiterkommt. Und alles andere ist ersetzt durch Müll. Es gibt keine Waffen, du kriegst keinen Estus. Das Einzige, was du machen kannst, ist leveln. Und das ist erstaunlich interessant. Aber vor allem... Also erstmal werden damit durch irgendwie Bosse, die eigentlich sonst total easy sind, halt mega heftig. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch irgendwie einfach mega komisch. Es gibt Swing, Strike und Stab. Stab mag ich nicht so gerne bei schnellen Angriffen. Ja, stimmt, das sind ja die 3 Hauptschadenstypen. Ich hätte ja gerne, aber ich habe ehrlich gesagt das Problem, die Befürchtung, dass wir noch, oder dass ich zumindest noch echt Probleme mit dem Boss haben werde. Ich will den Speer vom namenlosen König. Das Ding passt irgendwie, finde ich, mega gut zu Undyne. Und ich glaube, sein Moveset ist auch ein bisschen besser für mehrere Gegner. Waren hier nicht diese komischen Viecher im Wasser? Genau, du warst im Wasser.
Strike hat starkes Auto-Aiming. Swing trifft halt eigentlich immer und Stab irgendwie nicht. Was meinst du mit Auto-Aiming? Nicht Auto-Aiming, du meinst Tracking? Das sind gewisse Korrektur stattfinden, wenn man... Ja, ich habe irgendwie manchmal ein paar Angriffe, wo ich mir denke, so, warum hat der jetzt nicht getroffen? Zum Beispiel auch hier von der Weapon Art. Also manchmal, es gibt ein paar Stellen auch in den Worts, wo man denkt, das müsste getroffen haben. Aber das Spiel sagt einfach nein. So, du lebst aber noch. Aber wenigstens geben die gut Seelen. Mir fällt auch gerade auf, ich habe in dem Video, woran ich arbeite, noch gar nicht erwähnt, dass wir jetzt den Schild des Verlangens auf dem Rücken tragen, damit wir mehr Seelen bekommen. Das sollte ich vielleicht noch ergänzen. Das, das Ding, was in die Küche führt? Ja, ne? Also das, diese stelle ich jetzt echt fies für Arachnophobiker. Aber die erinnern mich, Moment, die erinnern mich vom Design auch sehr an den Klaffdrachen. Da ist doch bestimmt irgendeine Lore-Verbindung, warum das so ist. Löscht YouTube manchmal Abos? Manchmal werden, glaube ich, Karteileichen gelöscht, aber... Also manchmal gelegentlich berichten Leute, dass Abos einfach verschwinden. Sind vom Design nah, aber Lore gibt's eigentlich nicht. Ja, das finde ich echt komisch. Also sonst verbinden doch die Leute bei Dark Souls alles, was irgendwie aussieht, als könnte es Lore-Verbindungen haben. Ich meine, davon lebt das Spiel ja auch so ein bisschen, dass die Leute sich die Arbeit von den Entwicklern machen. It's good to see you. Oh, I seem to have missed my chance, so... I, Siegfried of Katarina, offer my deepest gratitude. And a little surprise to go with it. It's all yours. Cool, ein Wunder, dass ich nicht verwenden werde. Won't you join me for dinner? I make a fine Esther soup. I've got some stewing right now. Even we undead deserve a little normalcy from time to time. And finally, upon this rendezvous, let us make a toast. To your valor, my sword, and our sworn duties. Long may the sun shine. Ach mein Schatz. Hallo, ich will das Siegbräu trinken.
Ich finde es ein bisschen schade, dass das Sigbräu fast genauso aussieht wie Estus. Have you heard? Somewhere, hidden right here in Irithyll, is a deep dungeon. And even below that, the profaned capital, home of Yorm, the reclusive giant lord. That reminds me, I've a grave promise to keep. Oh, sorry. I'm afraid I've cast a cloud over things. Well, I'm going to have myself a little nap. The only thing to do, really, after a nice toast. Sigurd ist einfach der Beste. Kann man nicht anders sagen. Ach, das ist hier der Raum. Guckt euch an, was dieser Lustmolch da sich ansieht. Ich habe den Zauber nicht mehr, dass ich lautlos bin. Scheiße. Ja, guck doch. Der ist total abgelenkt von dem Gemälde. Mit der Amazing Chest. Dass dieser Angriff nicht staggert. Oder zumindest nicht wirklich gut staggert. Göttlicher Segen, okay. Droppt der den immer oder? Wahrscheinlich nur das eine Mal, oder? Ich weiß nicht mehr, ob der respawnt. Kisten. Also entweder sind alle drei Mimics. Okay, nee, es sind keine Mimics. Ach, der hat zwei Drops. Der Typ hat einfach, merkt einfach gar nichts. Ging es hier nicht zu den Gemächern, wo es diesen einen Ring gab, der HP-Regeneration gab? War das nicht hier? Leo-Ring? Das Ding war doch für Backsteps, oder? Rust Weapon Counter Attacks, das war es, glaube ich.
Da war nicht auch noch eine Wand oder so. Wie viel hast du jetzt gegen die Frage an mich? Achso, nee, okay. Okay, hier war nichts. Ich glaube, unten ging es aber nochmal weiter. Ich muss unbedingt wieder neue Zauber einstimmen. Aber Magic Weapon bringt mir im Moment rein gar nichts. Londor Pale Shade, fuck. Danke, Spiel. Stellen wir den nächsten, das ganz verrückt ist, jeder zusammenraten, was das ist. Mit derselben Blutgattung wie du, um dein Bein auszutauschen. Oh, wie fies. So, ich darf jetzt nicht sterben, da liegen 34.000 Seelen. Wurde mal Hamster mit einer Nikola von der Regierung reanimiert. Was? Das klingt irgendwie alles nicht sehr wissenschaftlich. Ich meine, was ich kenne, ist eine Grafikkarte mit bei einer bestimmten Temperatur für ein paar Minuten in den Backofen zu legen, damit da irgendwelche Kontakte wieder zusammengeschmolzen werden oder so. Also dem Trick habe ich mal gehört. Boah, da will ich jetzt einmal das Mikrofon muten und schon muss ich nicht mehr niesen. Du schläfst noch? Oh ja. Okay, der respawnt nicht. Der Zug, auf den ich angewiesen war, kam perfekt pünktlich und der jetzt verspätet sich schön. Satz live. Seelen. Ich bin mal gespannt, ob der Invader jetzt nochmal kommt oder ob das nur, weil ich geembert war. Geembert ist auch ein Wort. Mist, ich war noch auf Spook!
Das habe ich nur einen gestern meine Bestellung gehabt. Das kommunistische Manifest. In irgendeiner Sonderausgabe. Diese Scheißhunde. Fick diese Scheißhunde! Das darf man auch nicht aus dem Kontext nehmen. Also sonst werden mir ganz schlimme Dinge vorgeworfen. Köderschädel wären jetzt gut, aber davon habe ich auch nicht so viele. Muss die ich mal viel öfter einsetzen. Aber wieso hört der Zauber so schnell auf? Das verstehe ich nicht. Wenn ich gegessen würde, dann behalte ich es für mich. Jetzt wird hier sogar nicht jugendfrei geraten. Ich weiß sogar, was Bad Dragon ist, aber das ist noch normaler. Okay, Mensch, selbst Bad Dragon Sachen sind noch normaler. Okay. Oh nein, von Goop. Oh, Goop ist auch so eine komische. Also generell Gwyneth Paltrow ist so weird. Ich frag mich, wie man mit dem Kopf drauf sein muss, um auf sowas zu kommen. Ich frag mich auch ehrlich gesagt, wie die am Set so drauf ist. Ich meine, ich hätte auch mal ein bisschen was darüber gelesen, aber ich krieg's nicht mehr in den Kopf. So, ihr stirbt jetzt aber auch. Ich kann nicht mal diese scheiß Köderschädel einsetzen, weil ich ständig gestaggert werde. Auch einen Gesundheitskult leiten, mehr Cash, besser leben, ja. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass man sie in naher Zukunft nochmal im MCU sehen wird. Ich
glaube, das ist, könnte Disney tatsächlich ein bisschen zu bunt gewesen sein mit der. Abgesehen davon, dass dann auch irgendwie. Die hat nicht eine wirklich eine Ahnung, hat man das Gefühl. Wenn die so über die Filme redet. Spinny hat noch einen letzten Guess. Etwas, was verrückter ist als Bad Dragon Produkte. Hat es was mit Karl Marx zu tun? Ey, Leute, ist aber mal gut hier. Der Typ war sowieso legendär, was der am Anfang des Jahres abgezogen hat. Wobei, ich bin auf der Flucht, aber ich mach mal einen Livestream. Das hat nichts mit Karl Marx zu tun. Das fällt mir fast schwer zu glauben. So. Jetzt sind wir hier. Jetzt haben wir den Shortcut. Ich weiß nicht, was der bringt. Andrew Tate Catching Videos, was? Andrew Tate Catching You. What? Aber der ist doch gefangen worden. Da oben sind auch noch Dudes. Aber zumindest haben wir jetzt einen alternativen Weg hierhin. Wo wir nicht durch die ganzen Runde durch müssen. Hier können wir Spook einsetzen. So low-quality GTA-Videos, okay. Jetzt lassen die sich hier einfach runterfallen. Das ist ziemlich unmassistische Sache, dass ich irgendwie auch nicht darüber, best nicht drüber sprechen sollte. Ist auch nicht verrückter als Bad Dragon, aber auf dem gleichen Level. Danke, Dark Souls. Ich sollte vielleicht auch nicht mit 50.000 Seelen hier rumlaufen. Ich habe mich vorhin bestellt, dass das so viel ist, weil das drei Titanitschuppen immerhin sind. Andrew Tate catches you, respect women. Also muss ich gerade durch ein paar Funklöcher fahren. Uff. Also als Anmerkung. Falls es was mit Furry zu tun hat, das zähle ich nicht als seltsam. Der Zauber ist doch jetzt, der hat doch jetzt mitten im Fall aufgehört zu wirken. Furry Progressivity.
Er liegt doch einfach da, so nach dem Motto, draw me like one of your French girls. Become very war the rich. Da ist wiederum wirklich Creative Element noch was zutrauen. Wow. Ein Treffer und ich bin einfach direkt gestaggert. Wieder halbwegs Internet, aber nur noch eher viertelwegs. So, hier müsste irgendwie noch ein Shortcut sein, den wir aufmachen können. Da bin ich mir zumindest ziemlich sicher. Ich kenne übrigens einen kommunistischen Ferry. Das überrascht mich auch nicht. Weder das eine noch das andere kennen ist irgendwie seltsam. Genau, hier war doch noch eine Tür. Ember? So, dann haben wir nämlich auch den Weg zu Pontiff schon mal freigemacht. Da liegt noch ein Item. Okay, nur eine Seele. Bin übrigens kein Ferry, soweit ich weiß. Soweit du weißt, okay. Keine Ahnung, manche Leute würden mich vielleicht sogar dazu zählen, aber... wäre mir ein zu teures Hobby. Also da kannst du ja echt ein Vermögen für ausgeben. Wenn man schon Pedos und Sus und Nazis im Fan oder man sagt, gut, aber ich würde behaupten, die hast du überall. Pass auf, kann ich? Ja, das bringt nicht, auch nicht so viel. Wie viel... Ich oute mich, I'm the Ferry hier. Echt jetzt? Dragon's Dare Swordspear. Ich brauche dafür 16 Stärke und 18 Faith noch. Warte, wie viel? Warte. 85? 800, wow. Also Strength bringt im Moment sogar mehr für den Damage als Dex. Ja, aber das Furry-Fandom wird damit so toll und sicher sein. Vor allem können Furries auch ganz schön intolerant sein. Es gibt viele Probleme, die im Namen von Sonnen aus auf Spaß konzentrieren, ignoriert werden. Möglich, ja. Aber da bin ich auch nicht drin.
Ich bin halt in erster Linie dadurch drin, dass ich mit einigen Furries befreundet bin. Geiles Hobby, aber auch teurer als alle meine anderen Hobbys. Ja, also für, ich meine, Künstler ist ja sowieso, wenn du irgendwie Künstler, um deine Persona zu zeichnen, zeichnen zu lassen, ist ja sowieso nach oben offen. Einmal in der Menge und auch in der Qualität. First Suit genauso. Also ich meine, für das, was du für manche Fursuits ausgibst, da kannst du auch eine riesen Anzahlung für ein Auto machen. Andererseits, wenn man bedenkt, wie viele Furries halt auch irgendwie im IT-Bereich oder in anderen, gefühlt bei der NASA oder so arbeiten, gut, dann hast du halt auch Geld für sowas. So, E4 Dungeon. Das Gebiet hier ist tatsächlich relativ verwinkelt. Deswegen hoffe ich, dass mir die Prismasteine ein wenig helfen. Weil ich habe mich da nie zurechtgefunden. Klar, es trifft jetzt natürlich den einen Typen, aber nicht den Irifil Knight. Aber wie viel Stamina hast du eigentlich? Ich studiere zweifach IT-Themen, aber sagen wir so, mein Geld kriege ich nicht dadurch. Okay. Also im Sinne, du... Also du verdienst durch andere Sachen, sehe ich das richtig? Ja. Gut, in meinem gelernten Beruf ist jetzt auch nicht gerade so mega viel Cash zu holen. Ich hatte geschrieben, dass ich Furries komplett akzeptiere und auch krass finde, dass da einige Leute so intolerant sind. Ja, da gibt's halt auch, gibt's auch so ein schönes, was ist es, Cartoon? Von so einem Typen, der halt gerade dabei ist, in so eine volle BDSM-Montur zu steigen und dabei darüber redet, wie ekelhaft doch irgendwas anderes ist und wie normal er doch ist. Werde ich invaded? Oder nur, wenn ich geambert bin? Weil hier kommt doch auch ein Typ. Hier kommt auch Alva. Ich erinnere mich. Ja, aber Creative, du musst bedenken,
manche Gruppen leben halt davon, dass es eine Outgroup geben muss, die nicht dazu gehört. Ich sag nur TERFs. Ach stimmt, hier sind ja überall die Jumpscares. Das ist halt nochmal leichter, wenn diese Outgroup nochmal eine größere, also was heißt eine größere, nochmal eine kleinere Minderheit ist. Im Gegensatz zu einer, die vielleicht vergleichsweise akzeptiert ist. Ging es hier nicht durch? Turf, ich habe gerade die Abkürzung nicht im Kopf, aber im Grunde genommen transfeindliche Feministinnen. Ah, ich liebe ja diese Typen, die einem maximale Gesundheit abziehen. Jeder zieht die Grenze unter seinen eigenen Handlungen. Stimmt. Und dann gibt es ja noch den schönen Fall, Regeln für andere, aber nicht für mich. Allein schon die ganzen Politiker, die gegen Abtreibung sind, aber... Wenn dann ihre jüngste Affäre gerade schwanger ist, dann muss natürlich eine Abtreibung her. Hallo, lass mich raus. Das war eigentlich jeder klar. Ich meine, für sich selbst kennt man ja auch alle Fakten. Man ist sowieso voreingenommen. Irgendwie muss man sich das ja für sich regeln, dass wenn die eigenen Handlungen nicht mehr mit den eigenen Moralvorstellungen zusammenpassen. Das, was man selbstständig erlebt, macht das selbst natürlich immer moralisch. True. Wo man dann natürlich auch in Sachen reinrutschen kann, die man selber gar nicht wollte. Und das kann einen natürlich dann auch fertig machen. Ich sag mal, wenn man zum Beispiel beruflich in irgendeine Schiene reinrutscht, wo man merkt, da wird vorne und hinten beschissen. Ganz ehrlich, allein deshalb finde ich dieses Gebiet schon kacke. Du kannst keinen Leichnam looten, ohne dass dieser Leichnam anfängt zu schreien. Aber ohne tatsächlich was zu machen. Also er wird nicht oft halt nicht aktiv, er schreit einfach nur kurz. So, jetzt sind wir einmal rum, nur von der anderen Seite. Gab es in der Zelle noch irgendwas oder musste man erst den Schlüssel haben? Ist verschlossen. Ich mache manchmal Sachen, die nicht moralisch sind, leider, okay?
Das ist auch so ein Fall, also der Shield Splitter sollte halt wirklich auch in der Hitbox mehrere Gegner treffen können. Tierische Produkte essen. Okay, das ist bei weitem nicht das, was ich erwartet habe. Weil ich finde es nicht unmoralisch an sich. Ach, jetzt sind wir schon wieder hier. Öffnet sich nicht von dieser Seite. Ja. Man musste doch da, man musste da runter, stimmt. Ich glaube, deswegen konnte man halt auch einen Teil dadurch skippen. Also man sieht, das ist nicht so ganz übersichtlich hier. Es gibt einige Wege, aber manche Sachen sind halt auch nur später, wenn man nochmal wiederkommt, um sich die Schätze zu holen. Und manche Sachen führen halt nochmal woanders hin. Hier muss man wieder eine Fackel haben. Man scheitert da mit anderen Bewusstseins. Ja. Das Ding ist, das tust du, aber das kannst du aber auch in einem bestimmten Umfang einfach nicht vermeiden. Ich sag mal so, selbst wenn du, auch wenn du, pflanzliche Produkte, auch da musst du also irgendeine Form von Pestiziden einsetzen, damit hier nicht irgendwelche, Tiere deine komplette Ernte zerstören. Im besten Fall musst du irgendwas was tun, um die Schädlinge wirklich, also entweder so, dass es sie tötet, oder im besten Fall halt zumindest, dass du ihnen ihre Nahrung verweigerst. Wo ist denn hier lang? Wenn du keinen Anspruch hast, kein Team jemals weh zu tun, dann musst du dich auf der Stelle umbringen. Das Problem ist aber, dann hast du aber auch das Problem, was ist damit hier mit Bakterien, Mikroben und so, die ja auch unter anderem zum Beispiel in deiner Darmflora leben. Aber also, wo ziehen wir da die Grenze? Und wo muss man dann vielleicht doch sagen, ist menschliches Leben einfach höher einzuordnen? Und ich sehe es halt so, Menschen sind von Natur aus Omnivore. Diejenigen, die es nicht sind, haben sich dafür bewusst entschieden.
Wo ich definitiv mitgehe, ist das Vermeiden von unnötigem Tierleid. Also ich denke nicht, dass wir die Art der Massentierhaltung, die wir jetzt betreiben, nötig hätten, weil wir auf der anderen Seite so viele Lebensmittel und auch Fleisch am Ende wieder entsorgen. Und das ist dann wiederum unnötiges Leid, das nicht hätte sein müssen. Danke, Dark Souls. Alles, was ein Bewusstsein hat und Leid fühlen kann, zählt. Ja, nur weiß mal nach, dass ein Tier ein Bewusstsein hat und Leid fühlen kann oder eben auch nicht. Also bei uns zum Beispiel im Bio-LK sagt unser Biologielehrer dann auch, dass nach unserem Verständnis Pflanzen nicht in der Lage sind, Schmerzen zu empfinden, weil sie dafür weil sie kein Nervensystem haben. Wir wissen nicht, ob Pflanzen in irgendeiner Weise trotzdem was in der Richtung haben. Keiner von uns war je eine Pflanze. Alter, diese Scheiße. Vor allem, ich habe auch nur eine Fat Roll, wenn ich getroffen bin von dem Zeug. Und es killt meine maximale Gesundheit. Kann es mich töten? Ich wäre jetzt sehr dankbar, wenn sich bitte meine Stats wieder normalisieren würden. Meine Mimosen können Traumata aufbauen. Das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Also ich weiß, dass Mimosen auf Berührung reagieren. Ich hatte mal eine. Wieso staggert mich sein Angriff, aber mein staggert ihn nicht? Ich hasse diese Gegner, ganz ehrlich. Die sind so nervig designt. Okay, da ist mein Blutfleck. Insekten sind, finde ich, nochmal so ein extra Fall, weil Insekten, also gerade wenn es um Insekten geht, die in Schwärmen leben, ja nochmal, im Prinzip, sie stellen ja praktisch das Nest dann auch über ihr eigenes Überleben. Moment hier, jetzt verstehe ich, wie das hier funktioniert. So, und jetzt kann ich nämlich hier aufmachen. Total weird.
Aber wenn ich mir zum Beispiel meine Chinchillas oder unsere Chinchillas angucke, die haben, dafür, dass das so kleine Tiere sind, haben die so viel Persönlichkeit. Und ich meine, du merkst ja auch bei solchen Tieren, wenn das Tier Angst hat. Man weiß natürlich nicht, wie viel diese Tiere dann doch verstehen, aber ich kann sagen, du kannst ein Tier genauso traumatisieren wie einen Menschen. Was das Thema Bewusstsein angeht. Ich meine, es gibt eine ganze Star Trek-Folge darüber, was das Thema halt bei Androiden betrifft. Sollen wir einmal durchrennen? Ich will sämtliche Lebensformen, abgesehen von Menschen in vielen tausenden Jahren, abschaffen oder das Gehirn zu einem Menschen. Was? Hä? Also verstehe ich das richtig? Du willst jedes Tier praktisch auf das evolutionäre Level eines Menschen heben und bei den Tieren, die das nicht geht, werden halt ausgerottet. Verstehe ich das richtig? Geht's hier lang? Nein, öffnet sich nicht von dieser Seite. Okay, jetzt sind wir hier. Willkommen im Profaned Capital. Menschen entwickeln sich nicht mehr großartig weiter. Das würde ich nicht so sagen. Tiere müssen sie an Menschen adaptieren, um zu überleben. Wobei das auch in großen Teilen durch Zucht passiert. Also viele unserer Nutztiere sind ohne uns gar nicht mehr lebensfähig. Bin ich natürlich voll reingedodged. Ja, okay, das war's. Ich finde, durch dieses Gebiet musst du einfach durchlaufen. Gegen alle Gegner kämpfen zu wollen, ist hier absolut fehl am Platz. Aber ich sollte vielleicht erstmal einen Bonfire finden, bevor ich versuche, die Mimik zu erledigen. Ich finde, Mimics sind irgendwie, gerade hier in Dark Souls 3, richtige Damage-Sponges.
jedes Gehirn funktioniert gleich. Das würde ich nicht unterschreiben. Also, selbst bei Menschen würde ich das nicht unterschreiben. Das solltest eigentlich gerade du am meisten wissen. Und bei, wenn dann noch Tiere dazukommen, also gerade Insekten, haben, glaube ich, schon eine andere Gehirnstruktur. Testosteron-Intolerante. Entwickel dein Gehirn und werd horny. Der einschlafende Riese, den wecken wir mal nicht. Vergiss nicht, die Mädchen hassen dich alle und ekeln sich vor dir. Boah, das wäre eine ganz neue Form der Tierquälerei. Okay, jetzt sind wir hier. Eine Spitzhacke. Wenn wir Steve cosplayen wollen. Warte, hier gab es, glaube ich, in naher Zukunft einen Aufzug. Okay, da oben ist ein Hinterhalt. Den machen wir erstmal noch nicht.
So. An der Prozession hier wollen wir vorbei. Vielleicht streuen sie noch ein paar Fruchtfliegen und schreien sie damit rassistischen Beleidigungen, wenn sie eine andere Farbe sind als normale. Au. Es gibt ja auch irgendwie immer so wieder so Experimente, so von wegen, dieser wir haben diesen Apfel in eine Schule gestellt und der eine Apfel, dem wurde den ganzen Tag gesagt, dass er wertlos ist, und der anderen Apfel haben wir die ganze Zeit gesagt, dass er toll ist. Und ja, der eine Apfel ist halt am Ende noch schön und der andere nicht. Okay, wenigstens kann uns das nicht töten. Wir müssen den Sichtkontakt unterbrechen. Apfelrassismus. Hast du nicht den Schlüssel für die andere Zelle? Ich hoffe es zumindest, weil sonst wüsste ich es gerade nicht. Kann ich nicht langsam mal in Bonfire kommen? Jetzt sind wir schon wieder hier. Deshalb ist Irefield auch nicht mein Lieblingsort. Wie lange willst du dir für deinen Gast eigentlich noch Zeit lassen? Ich bin nicht mehr am Raten. Vielleicht besser so. Oh, oh, wow. Das klingt juicy. Anti-marxistisches Bondage-Gear. Was? Wie soll denn das aussehen? Sass. Was ist das heute für ein Chat? Davon habe ich ein Trauma. What? Total verpassen. Ey, was ist hier los?
Was haben die bitte hier für eine Echo-Range gerade? Und wo ist die andere Ratte jetzt hin? Warte, hier ist ein Bonfire, oder? War hier nicht eins? Warum ist hier keins? Aber da drüben ist eins, ne? Da kann ich rüber rennen. Ach stimmt, die konnte man nicht backstabben, da war was. Jetzt hat der Angriff einfach verfehlt. Danke für nichts, Spiel. Okay, der hat nichts. Diese Gegner sind einfach Kacke. Es ist einfach so. Habe ich die Gruppe jetzt aufgelöst hier? Alter, kann ich jetzt mal bitte aufhören, an den ganzen Viechern hängen zu bleiben?
Spiel, lass mich doch einfach mal machen. Du bist auch eine Mimik. Ich hätte jetzt mal nichts gegen einen Shortcut. Einen Tipp haben. Ich meine, nach dem Gebiet, wo die ganzen Jailer sind, müsste ja eigentlich eine Aufzug sein. Aber ich meine, es gäbe zwei Aufzüge. Wird eh noch lustig, weil ich will auch unbedingt Siegwart befreien. Und dazu die ganzen Sachen finden, wird lustig. Wie gesagt, mich kannst du hier bei dem Game nicht spoilern. Ich hab's schon auf 100% durch. Ist nur halt eine Weile her, deswegen weiß ich die ganzen Sachen nicht mehr alle. Ach, hier geht's ja auch noch lang. Ah, hier ist... Okay, hier ist der eine Aufzug, glaube ich. Damit wir später, zu den Drachen können. Und hier ist ein Aufzug, genau. Okay, ich erinnere mich wieder ein bisschen. Okay, das ist hier. So, einmal nach Firelink leveln, wenn ich mit 50.000 Seelen rumlaufen. So, Stärke auf 16 und Faith brauchen wir auf 18. Es bringt uns jetzt noch nichts, aber wir leveln es schon mal hoch. Aber hier brauchen wir ja einiges an Schlüsseln. Nicht einmal, um Siegwert aus seiner Zelle zu befreien. Dann ist hier noch die Pyromancerin, die ich vielleicht noch haben will. Weil die auch ein paar Zaubereien... Nee, Wunder waren es, glaube ich. Bringt mir, glaube ich, auch nichts, aber... Ich mag Creative irgendwie, ist auch mysteriös. Ja, ist eigen. Aber das bin ich auch. Ja, aber ihr kann man ja auch die dunklen Dinger geben, ohne dass die, weil die andere wird ja, die Irina wird ja wahnsinnig dadurch. Und ich will ihre Quest halt schon mit dem Happy End machen. So glücklich, dass in Dark Souls auch sein kann.
Was passiert nochmal, wenn die wahnsinnig wird? Ja, ihr geht's halt scheiße. Und ihr Beschützer da versucht sie halt vor dir zu retten und du musst ihn töten. Was bewacht ihr da? Alter. Wo kommt ihr denn jetzt auf einmal her? Haut ab. Jetzt kommt die Jailer. Wenn die mich sehen, dann bin ich erledigt. Tailbone-Spear. Okay. Den gibt's auch noch. Okay, ja, wieder eine Kohle war hier drin. Du bist auch eine Mimic? Warum sind hier fast alle Kisten nur noch Mimics? Also hier will ich eigentlich nicht gegen eine Mimic kämpfen. Klar, der Shieldsplitter staggert natürlich auch nicht. Wäre ja auch zu leicht. Natürlich hat Track der Grab-Angriff von dem Vieh. Man konnte sich doch auch aus den Angriffen schneller befreien, aber ich habe das Gefühl, ich mache das falsch. Ich mache das mit Left-Button und Right-Button. Aber das ist nicht richtig, oder? Muss alle Buttons smashen. Was heißt alle? Außer Control und ja, so viele Buttons kann ich doch. Da brauche ich ja wirklich beide Hände für. Ich bin auch viel zu sparsam mit meinen Embers, das muss ich auch zugeben. Warum folgen die nicht dem Weg? Okay, aus irgendeinem Grund sind die Seelen da, dann gehen wir eben wieder ins Profane Capital. Ich weiß, uns fehlt definitiv ein Estus-Splitter im Moment, weil die bei einer der Mimics ist. Niemand braucht dieses Vieh.
Ja, den Estus-Splitter will ich schon haben. Aber dafür bringt uns der Shortcut nichts. Okay, der Angriff aus der Rolle hat ein bisschen mehr Damage. Kannst du... Darf ich bitte mich bewegen? Dankeschön. Mimics auf beengtem Raum. Nenne ein ikonischeres Duo. Estosplit. Ach, das war hier. Moment, was hat denn dann die andere Mimik? Wo der Basilisken-Ambush ist. Ich habe jetzt auch gar nicht die Prismasteine eingesetzt. Alter, Zellenschlüssel, das ist das, was ich suchte.
Okay, das Vieh hat aber, glaube ich, keinen Grab-Attack, weil es auf allen Vieren unterwegs ist. Dark Clutch Ring. Das ist aber der Zellenschlüssel. Ist das der, den wir für Sigurd brauchen? Das ist immer noch der falsche. Okay, ich glaube, das ist die für Sigurd, weil es hieß älteste Zelle. Sollte man gerade noch den einen Dings verbrennen. Und wir haben jetzt auch noch den Estus-Splitter. Wir verbrennen das Zeug ja doch ziemlich schnell. So, was stand nochmal in der Beschreibung? In All of Irithyll Dungeon. Dann sind wir schon vorbei. Dann ist das nicht der Druide, den wir suchen. Wir müssen nochmal hier dahin zurück, wo die Ratten waren. Oder ist das die für die eine Zelle, wo ich vorher die Frau befreien wollte? Die Pyromantie-Lehrerin. Wir kommen nicht weg von diesem Ort.
Natürlich. Wie kann es sein, dass bei FromSoft niemand diesen Gegnertypen gesehen hat und gesagt hat, Moment, das ist ein bisschen OP, wenn ein Gegner deine maximale Gesundheit auf 1 reduzieren kann, nur indem er dich ansieht? Besonders, es wäre ja okay, wenn das ein oder zwei Leute wären, aber da unten sind irgendwie ein Dutzend von denen. Hydrieren, das ist gerade ein bisschen ungünstig. Okay, das ist die falsche Zelle. Moment, wir müssen zurück. Der Shortcut bringt uns gar nicht so viel. Aber ich krieg halt auch echt nicht mehr zusammen, wie dieses Verlies hier aufgebaut war. So, jetzt suchen wir hier das Gebiet nochmal. Bei dem Riesen war was. Da konnte man noch irgendwo lang. Ich glaube, ich habe den Riesen selber nie getötet, aber... Ich glaube, da unten gab es noch einen Weg. Ich bin jetzt natürlich wieder mit meinem Angriff voll durchgeglitscht. Danke für nichts, Spiel. Am wenigsten staggern meine normalen Angriffe sie. Ich muss daran denken, es gibt Leute, die spielen dieses Spiel durch, ohne Schaden zu nehmen. Es gibt sogar Leute, die spielen alle Soulspawn-Spiele. Also, okay, Elden Ring war, weiß ich noch nicht, ob es da gemacht wurde, aber... Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne und ich glaube Sekiro. Ich weiß gerade nicht, was bei Demon's Souls ist, aber es gibt Leute, die haben diesen 5-Spiele-Marathon gemacht. Damageless. Ja, hier mussten wir, glaube ich, durch. Müssen ihn wecken.
Aber hier war nichts. Kann man nicht Pfeile ohne Damage mit einem Schild blocken, wenn der Pfeil keinen Elementarschaden hat und du 100% physischen Schadensresist auf deinem Schild hast? Ja. So, wir müssen da runter. Das Problem ist, dass da unten die ganzen Ratten sind. Klar, jetzt hört natürlich Spook auf zu wirken. Faint Flame. Titanitsplitter. Hier ist der andere Aufzug. Aber wo ist, führt uns das zur Zelle? Oder also man konnte hier irgendwo abspringen, meine ich, aber... Ich verstehe noch nicht, wie uns das hilft. Da oben das Ding ist doch nicht ohne Grund, oder? Aber da unten, da ist noch eins.
Boah, da wird einem echt schwindelig, wenn man die ganze Zeit um die Milch versucht rumzulaufen. Wow. Not worth. Da bin ich rausgekommen. Ja, hier bin ich. Wo ist der Typ? Ganz ehrlich, bevor ich jetzt ewig die Zelle hier suche. Okay, ich muss doch ins Profane Capital. Also habe ich hier die ganze Zeit meine Zeit verschwendet. Okay, ich kann einmal leveln, das tun wir. Es gibt uns erstmal nur Dark Defense. Ja, die Leiter nach unten. Hier will ich noch nicht sein, glaube ich. Weil es ist zwar noch nicht schlimm, weil, sagen wir, nicht in den Boss reingehen, aber... Okay, das kommt sogar durch deine Flügel durch. Deine Flügel zählen als Schild. Krass. Ja, da ist schon der Boss.
Super, genau, hier sieht man die Kette nicht. Aber das hier müsste eine Mimik sein. So, nochmal. Ich will nämlich noch ein paar Punkte haben. Oder auch nicht. Ihr seid beide Mimics, ne? So, ich glaube, das hier ist... Nee, ich dachte für einen Moment, das wäre noch eine vierbeinige. Großschild bringt uns auch nichts. Erfährt man ja schon im Spiel, was das für Gestalten sind. Ich meine, man kann halt die ganzen Beschreibungstexte von ihren Waffen und von ihren ganzen Drops lesen. Aber Dark Souls sagt sehr wenig in klaren Worten. Die NPCs sprechen auch alle immer sehr gestochen und ja. Man kann hier viel finden, aber das ist nicht jedermanns Sache. Aber hier bin ich gerade falsch. Okay, ja, bin ich. Aber wir haben zumindest schon mal den Bereich hier erkundet. Hier müssen wir später nochmal hin. Ich weiß nicht, ob wir die Tänzerin heute noch schaffen, aber weil die Tänzerin ist ein Bosskampf, da habe ich die Befürchtung, dass wir ein bisschen Probleme hier kriegen werden. So, pass auf, wir brauchen 18.000. Wir brauchen nochmal irgendwie eine
Seele, die... Wie hier vielleicht, dass wir zwei Levels machen können. So. Ja, zwei Level kriegen wir. Wie viel hatten wir? 16 oder 18 Faith für den Speer später? 18. Aber Endurance wäre auch schön. Naja, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe mich wieder in den gleichen Ort gebeamt, wo ich schon vorher war. Wie kam man denn hier dran? Da gab es sicher auch einen Weg. Genau, da kommst du. Hier was? Nee, oder? Nein. Na komm, töte es. Titanit. Keine Sau will Funkeltitanit haben. Ich habe keine Waffe, die ich damit upgraden kann. Uah. Gibt es einen besseren Weg dahin? Wow.
meine, der Typ ist unsichtbar, ne? Oder wie war das? Weil unsichtbare Du. Ich konnte nicht mehr rollen. Ich kam da nicht weg. Okay, das bringt gerade gar nichts. Moment, die sind vorher gar nicht da. Jailer's Keyring. Das ist das, was wir dann wieder im Profane Capital brauchen. Nicht im Profane Capital, in hier. Damit kriegen wir die ganzen Zellen auf. Jetzt sind wir nämlich wieder hier. Der hat das natürlich auch. Der hat das natürlich auch bis hierhin mitbekommen. So, wieso dauert das jetzt ewig, bis das weg ist?
Und tschüss. Sehr gut, eine Schriftrolle. Aber nur um sicher zu gehen. Moment, geht's jetzt hier nochmal hoch? Da ist noch eine Mimik. Müll. Ah ja, die Viecher. Ach, da geht's ja auch noch lang. Nee, da geht's nicht lang, da war ich schon. Aber es hieß, ich muss in dieses Gebäude rein, durch das Dach. Sehen, das erwarte ich aber auch. Ah, okay, ich bin falsch. Ich bin in der Nähe, aber ich bin falsch. Danke, Dark Souls.
So, weh, du hast nichts Gutes. Das ist nicht übel. Das ist vielleicht sogar hilfreich später. So, und um zu Secret zu gelangen, hier ist ein Fenster, wo wir reinspringen können. Und zwar das hier. Wo man aber auch echt genau hinsehen muss, weil ich finde, bei der Belichtung sieht man das nicht. Once again, you are my valiant savior. I, Siegfried of Katarina, express my deepest gratitude. Take this, a token of my thanks. Go on, it's all yours. Das ist nice, damit können wir den Speer später auf seine letzte Stufe bringen. Aber wir müssen erst noch den Titanit-Shop finden. I've my own road to take and a duty to fulfill. That is soon. Ah, no. So, vorher wird nochmal gelevelt. Ich wollte schon sagen, ich dachte schon, die spawnen nicht nach, aber das wäre ja zu schön gewesen. Au. So, wir müssen an ihm vorbei. Aber das ist auch mehr ein Gimmick-Boss. Stormruder. Das nochmal.
Jetzt ist er tot. So viel zum Thema, der Boss ist nicht schwer. Das war nicht geplant. Der Plan war eigentlich, dass er überlebt. Oh well. Ist leider nichts dran zu machen. Ich habe einfach zu lange gebraucht, um auch mich wieder zu erinnern, wie die Waffe funktioniert. Ich finde Yorm als Gimmick-Boss finde ich an sich cool. Aber ich finde, man hätte mit den Weapon Arts mal irgendwie vertraut gemacht werden müssen. Der Boss wäre dafür vielleicht perfekt geeignet, aber er soll halt eigentlich auch ein Lord of Cinder sein und deswegen eigentlich auch relativ schwer. So.
Und jetzt hat er sich gedoppelt. Der Vorteil ist, sie sind verbunden. In dem Sinne, dass sie die gleichen Attacken ausführen. Ja, natürlich. Und jetzt klont er sich prompt nochmal. Ja, stimmt. Der Typ hat einfach absurd hohe Reichweite.
Ah, super. Ist jetzt mal gut langsam mit der Combo. Alter. Halt jetzt mal die Kamera bitte, dank. Ja. Komm. Oh. Hey, immer ein zweiter Versuch. Dafür, dass der hier wohl mal als letzter Boss geplant war, ist das gar nicht mal übel. So, gibt's irgendwas an Zaubern, was wir noch brauchen können? So, was haben wir denn hier alles? Old Demon King. Black Servant ist eine Pyromancy und das auch. Großschwert von Sullivan ist auch egal. Ich benutze die Seelen ja so ungerne für solche Geschichten, also die großen Seelen so ungerne für normale. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Ausdauer. Mal gucken, haben wir irgendwas verpasst, was Estus-Splitter oder Knochensplitter angeht? Hier fehlt Dungeon, da haben wir den Schlüssel jetzt für. Nee, das Ding haben wir. Wir haben 11. Ich sehe aber nur 3, die uns noch fehlen. Jetzt total dämlich? Oder habe ich einen Splitter aufgesammelt und
nicht eingelöst. Ja, Esther Shard. Habe ich den nicht eingelöst? Im Moment habe ich 11. Und am Ende geht es 15. Ich finde aber nur, das heißt 4 fehlen noch, aber ich finde nur 3 von denen in der Liste. Nein, keiner im Inventar. Aber ich kann alle zuordnen, die ich habe in der Liste. Der einzige, wo ich mir gerade nicht sicher bin, ist hier. Hier ist ein Item. Nee, das ist nur eine Ember. Aber das hier ist der Ort, der gemeint ist. Das heißt, das habe ich schon. Okay, das war's. Das war das Teil, was mir gefehlt hat. Also ich bin ziemlich lange mit einem Estus zu wenig rumgelaufen. So, das heißt, die haben wir. Undead Bone Shard. Ja, da fehlen es auch nur noch 2 und die kommen noch, also da haben wir nichts verpasst. Pretty, be careful. I don't want to see my wood. Muss jetzt mal gerade schauen.
Es gab für den nächsten Boss einen Trick, den man nutzen, oder einen Zauber, den man nutzen konnte. Ja, dafür bräuchte ich mehr Glaube, darauf gehe ich nicht. Also auf den nächsten Boss bin ich gespannt, weil der ist auch heftiger. Einmal vorbei an der ganzen Geschichte hier. Dann können wir nämlich hier schon mal direkt einen Shortcut freischalten. Hier oben gab es auch was. Ich glaube, eine Mimik. Wusste ich es doch, hier war was. Und das ist eine Mimik, weil die Kette zeigt nach vorn. Goldener Ritualspeer. Kann der irgendwas Besonderes? Braucht 18 Int. Boostet die Stärke von Zaubereien für einen bestimmten Zeitraum. Okay. Boah, die hier habe ich so lange farmen müssen. Hier sind die Dudes.
Wieso muss dieser Angriff die ganze Zeit verfehlen? Brauchst du jetzt was? Okay. Nichts Wichtiges. Okay, wir gehen noch einmal zurück. Kann ich leveln? Ja, kann ich. Da ist noch eine Kristallechse. Very well, then take. Let these souls. Farewell, Ashen One. So, dich schicken wir wieder. Hallo, dich schicken wir wieder runter. Ah, das ist der Shortcut, ja.
So, gab es hier was? Okay, hier sind wieder die Bogenschützen. Titanit-Schuppe, ja. Wie viele habe ich? 2, ich brauche noch 6. Dann kann ich den Speer auf Stufe 5 bringen. Okay, die Asche. Sehr gut. So, dich stoßen wir mal darunter. Die geben auch gut Seelen. Okay, der hat das einfach überlebt. Jetzt, wo der Pfeil in meinem Kopf steckt, ist das total irritierend. So, einmal den Shortcut öffnen.
Was ist da unten für ein Item? Im Moment ist das Gebiet geklärt. Jetzt macht es Sinn, notfalls den langen Weg nochmal gehen zu müssen. Ach, ein Töterbogen. Schon sagen, da ging es doch lang. Okay, sehr gut. Hier ist nichts geschehen. So, aber ich rechne ehrlich gesagt damit, dass Aldridge ein größeres Problem sein wird. Deshalb würde ich sagen, wir beenden den Stream hier, weil ich glaube, jetzt nach 4 Stunden den Boss zu versuchen, wird ein bisschen krass. Ich danke fürs Dabeisein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.